Der Zug Richtung Timber fährt gleich los. Wenn Sie dieses Ticket nehmen wollen, kaufen Sie ein Ticket für 3000 Gil. Bezahlen. Schnell, bitte steigen Sie ein. Ich weiß nicht, ob ich anders nach Timber komme als mit dem Zug. Drüber nachgedacht. Der Zug ist super. Nicht umsonst der Interkontinentalexpress. Nach Timber fahren wir sogar durch einen Unterwassertunnel. Geil, was? Mag schon sein. Interessiert dich ja nicht. Ach ja, Squall, du musst das Ticket benutzen, um in hier reinzukommen. So, wir können rein. Die Tür wird entriegelt. Ich will schauen, was vorne ist. Hehe, bis später. Lass uns hineingehen, Squall. Hey, das Abteil ist für uns Seats reserviert. Wow. Wow, legendär! Hehe, ist ja super. Schön, dass es dir gefällt. Gibt sogar Zeitschriften. Legendär, dieses Abteil. Gut, dass ich ein Seed geworden bin. Hey Squall, kennst du Timber? Interessiert mich nicht. Na toll, Squall. Lass mich doch erzählen. Nee, kein Bedarf. Ich will mein Wissen loswerden. Halt die Klappe. Irgendwie komisch. Ich weiß, was jetzt passiert. Ruht euch aus, wenn ihr müde seid. So müde. Alles okay? Okay. Was zum Henker? Seltsam, müde bin ich auch. Hey, was ist? Mann? Ich
Stimmt die Richtung überhaupt, Laguna? Was? Halt! Was? Boah, du hast dich doch nicht wieder... Oh Gott, die Musik! Hier raus! Laguna! Und Ward! Boom. Oh, ich mag dieses Ding. Eigentlich ist Kiros ja der coolste. Er hat ein Messer an den Händen. Ach komm. Na super, jetzt pennt Ward. Der Einzige, was drauf hat. Sorry. Muss jetzt mal gesagt sein. Zauber lösen Schlaf nicht, nur haue. Aua, nicht schlafen, nicht schlafen, ich will nicht schlafen. Na super. Ah, der hat wieder. Nein, nein! Oh. Nein! Gott, einmal mit Profis hier. Werde ich ja pennen, gell? Wenn Ward so stark ist. Danke. You're shitting me. Ah, Kiros ist wach.
Nein, falsch. Ja, das war schon mal besser. 35. You're fucking shitting me. Nein! Egal. War ich zu schnell. Reden wir nicht drüber, okay? Ich hab eine Schraube. Hey, wir sind doch im Krieg. Wir kämpfen doch gegen die Timbersoldaten. Wie kommst du es denn, dass wir hier mit Tieren herumtollen? Das ist meine... Nein, du hast dich verlaufen. Wir gehen zurück zur Basis, auf nach Delling City. Hey, Laguna! Oh mein Dings. Aqua! Noch kommen. Shitting me. Wenigstens nur eins von diesen komischen Pilzen. Wer hat den Ifrit gerade? Ich muss hier parken. Na und? Warum nicht? Achso, du kannst dich hier parken. So, jetzt betrinken wir uns mal. Hey, du verträgst ja nichts. Du bist doch eh nicht auf Drinks aus. Gib's doch endlich zu. Trink du deinen Orangensaft, Laguna. Du starrst sowieso nur dieses Piano Girl. Auf dieses Piano Girl. Sag nicht Piano Girl. Okay, okay, dann eben nicht. Ich werde dort nicht mehr hingehen. Du wirst aber trotzdem hingehen. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Schon so lange her. Ich glaube, das ist falsch. Ja, doch, ist richtig. Ja, doch, hier sind wir, glaube ich, richtig. Nein, zurück rein. lassen wir das. So. Ihr Platz ist wie immer frei. Setzen wir es hin. Ein Traum. Laguna ist mein Traummann. Jo, was geht hier ab? Was ist los mit mir? Setzen.
Lass uns saufen, bis wir umfallen. Das ist so pathetic. It's so extremely pathetic. Was hätten Sie gerne? Das Übliche. Ja, hübsch. Look at Laguna, he's so beautiful. Kiros auch. Ward soll halt nicht beautiful sein, aber er hat seinen Charme. Oh, look at him. Au. Ich auch. Volle Kanne. So, Laguna, da ist deine Julia. Heute sollst du mal hingehen. Ja, los. Red keinen Scheiß, Julia ist gerade im Dienst. Du hast uns noch nie enttäuscht, geh jetzt auf die Bühne. Das ist doch lächerlich. Trotzdem, Laguna, steh auf und geh zu Julia. Gott, Julia ist so nah. Er tut es wirklich. Mist. Ich bekomme einen Beinkrampf. Au. Au. Oh. Guckt sie hinten an. Wie traurig. Oh, komm, Pussy. Du Pussy. Das ist super, ist gar nicht, ist so unfair, dass ich jetzt hier zurückgehen muss. Gut gemacht. Mission beendet. Setz dich. Das habe ich dir nicht zugetraut. Jetzt kriegst du einen Pluspunkt. Du hast dich aber für Julia etwas daneben genommen. Männlichkeit minus 3 Punkte. Sagt, was ihr wollt. Du bist schön, Julia. Ah. Boah. Laguna, wir werden jetzt gehen. Was denn? Bleibt noch ein bisschen. Wir spendieren dir alles. Lass die Rückzeit, Laguna. Darf ich mich hier hinsetzen? Boah. Oder störe ich gerade? Absolut nicht. Schillepön. Wow, das ist die Esche Julia. Was mache ich? Kiros und Rod, helf mir noch. Was soll ich? Ist so schön. Was denkt der überhaupt? Denkt der überhaupt irgendwas? Hast du dich etwas beruhigt? Irgendwie schon. Wie geht's deinem Bein? Ach, das passiert mir regelmäßig. Es ist nicht so schlimm. Jedes Mal, wenn ich aufgeregt bin, kriege ich Beinkrämpfe. Warst du aufgeregt? Ja klar, auch jetzt noch. Ach komm. Ich will nicht, dass irgendjemand wegen mir nervös wird. Es tut mir leid. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir nicht zu mir ins Zimmer? Dein Zimmer? Naja, hier ist nicht der richtige Ort. Die ganze Umgebung lauscht uns. Aber nur wenn du willst. Ich wollte immer mit dir reden. Magst du nicht? Doch, 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 doch. Ich warte auf dich. Ich sag dem Hotelier im Eingang Bescheid. Ist ja wie ein Traum. Hoffentlich ist das ein Traum. Nein, das ist kein Traum. Real ist es auch nicht. Julia will mit mir reden. Der denkt zu viel. Mit mir alleine. Was kann ich jetzt... Was machst du jetzt, Laguna? Mach, was du willst. Bisher habe ich immer den Fehler gemacht, dass ich alleine geredet habe. Heute werde ich Julia reden lassen. Ich werde sie mit meinem Sex-Appeal verführen.
Hey, er ist sexy, Squall. Widersprich da einer Frau nicht. Er ist sexy. Look at him, he's so cute. Guten Abend, wollen Sie übernachten? Wo ist das Zimmer von Julia? Juju. Du gehst wirklich hin? Sie sind Herr Laguna. Wir haben die Nachricht erhalten. Ich werde Sie ins Zimmer von Miss Julia begleiten. Nett, dass du gekommen bist. Ja, finde ich auch. Danke für die Einladung. Setz dich. Nein, nicht richtig. Dum, 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 dum. Bump. Nein, nicht richtig. Willst du schon gehen? Wir haben ja doch noch nicht einmal geredet. Nein, nein, so ist es nicht. Ich bin großer Fan von dir, von daher etwas aufgeregt. Ich habe dich sehr oft gesehen. Du hast mich gesehen? Du hast mich immer angelächelt, nicht wahr? Ich mag deine Augen, auch wenn sie etwas verunsichert sind. Komm, ich tue dir nichts an. Ich will mich mit dir unterhalten und dir in die Augen schauen. Lass uns trinken. Magst du Rotwein? Das darf nicht wahr sein. Eigentlich hasse ich Kriege, aber ich kam dadurch viel in die Welt. Verstehst du, was ich meine? Außerdem bin ich immer mit Kiros und Ward zusammen. Die sind meine besten Freunde. Wir können ja mal zusammen was trinken gehen. Okay. Und was wollte ich noch sagen? Später will ich Journalist werden. Dann kann ich eben berichten, was ich auf der Welt erlebt habe. Im Ernst, der Typ hat sich schon bei ihr eingenistet. Ach ja, neulich wurde ein Beitrag in einer Zeitschrift veröffentlicht. Das war eine echte Freude. Das war großartig. Ja, stimmt. Und genau, dazu kam. Sorry, ich wusste. Ich wusste nicht, dass du nichts verträgst. Du hast wie ein Kind geschlafen. Ups, das wollte ich nicht. Manchmal merke ich nicht, wenn ich was machen muss. Irgendwie bin ich eingeschlafen, ohne was zu merken. Erzähl doch mal was, was du später machen willst und ähnliches. Will nicht nur Klavier spielen, sondern auch singen. Das würde ich gerne hören. Nur wenn es klappt. Mir fiel bisher kein guter Text ein. Ach so, das ist bestimmt nicht einfach. Denke aber, dass ich durch dich eins schreiben kann. Ich? Ja, genau. Du hast mir alle deine Gefühle gezeigt. Deine Schmerzen, deine Freuden, deine Sorgen und deine Wärme, die durch deine Augen dringt. Du hast mir wirklich geholfen. Das wird bestimmt ein guter Text. Wahnsinn, es ist wie ein Traum. Siehst du, das ist kein Traum. Laguna, eine neue Mission, schnellst du in die Residenz. Können wir uns wiedersehen? Aber klar, ich muss doch unbedingt dein Lied hören. Nächster Halt, Timber. Timber! Nächster Halt, Timber, Timber. Haben wir alle geschlafen? Das war doch nicht etwa Betäubungsgas. Die Seeds sind nicht überall beliebt. Was Aufsicht, wir sollten vorsichtig sein. Hat man uns bestohlen? Hat man uns was angetan? Scheint nicht so. So ein Glück.
Bin okay. Ich hatte einen schönen Traum. Ich habe auch geträumt. Ein schöner Traum war es zwar nicht. Ich habe geträumt, ich wäre ein Vollidiot. In Kürze erreichen wir Timber. Wir bitten Sie darauf zu achten, dass Sie nicht zurücklassen. Laguna war echt super toll. Ich habe auch von Laguna geträumt. Ein galbeanischer Soldat, oder? Laguna, Kiros und Ward. Was? Ah, genau. Was hat das zu bedeuten? Nachdenken nützt jetzt nichts. Denken wir lieber an unsere Mission. Sie hat recht. Legen wir diesen Vorfall zu den Akten. Ich werde es dem Direktor berichten, wenn wir wieder zurück sind. Ach ja, wir sind gleich da. So, jetzt geht's auf. Ich auch. Ich würde jetzt. Mein Problem ist, ich bräuchte jetzt einen Speicherpunkt. Ich würde nämlich jetzt gerne speichern. Speichern! Ich mache das jetzt extra. Weil ich ja den Speicherpunkt suche. Okay. Och Mann, ich will jetzt. Willkommen, Timber, folgt mir bitte. Willkommen. Hey, penn hier nicht ein. Kommt bitte hierher. Okay. Warum mache ich eigentlich diesen Unsinn mit? Das frage ich mich auch gerade. Vergessen. Nehmt mich mit, bitte! Ton, ihr seid also die Seeds. Ich bin der Anführer Squall. Rechts Xell, links von mir Selphie. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin der Anführer der Waldeule. Nick. Servus! Was müssen wir für euch tun? Immer mit der Ruhe. Wir wollen uns erst einmal vorstellen. Den Watts kennst du schon? Fehlt nur noch unsere Prinzessin. Unsere Prinzessin macht gerade ein Nickerchen. Schon wieder. Squall, bitte tu mir einen Gefallen und weck unsere Prinzessin. Stufen hoch, geradeaus und ganz hinten links. In den anderen Räumen sind unsere Mitglieder. Wenn du Fragen hast, kannst du sie gerne ihnen gerne stellen. Wurden wir als Laufburschen eingestellt? Seid ihr jetzt böse? Wir sind keine Sklaven, wir sind die Seeds. Das ist das letzte Mal, dass ich solche Anweisungen befolge. Oh, Sau. Ich hoffe jetzt auf einen Speicherpunkt. Ah, da ist einer. So, Leute. Ich werde jetzt speichern, das heißt, wir sehen uns erst wieder in der nächsten Aufnahme, aber danke, dass ihr dabei wart und dann wird's echt spannend, das verspreche ich euch. Goodbye! We're in control.